The Elder Scrolls Online startet 2023 mit einer bombastischen Ankündigung in das Jahr. Während ich in einem meiner letzten Videos alle Informationen zu The Elder Scrolls Online 2023 zusammengefasst habe, wollen wir heute mal den Blick darauf richten, was wir von The Elder Scrolls Online erwarten können. Ich bin der Amimus, hier auf diesem Kanal dreht sich alles rund um The Elder Scrolls. Wenn du solche Videos häufiger auf deiner Startseite sehen willst, dann abonniere gerne kostenlos meinen Kanal. Wie viele von euch wissen, betreibe ich diesen Kanal mit absolutem Herzblut. Um immer konzentriert zu bleiben und wirklich alle Aufgaben zu erledigen, nutze ich Holy Energy am Morgen. Holy Energy erlaubt es euch, euren eigenen Energy Drink zu mischen und damit clever Geld zu sparen. Dabei besitzt ein Getränk lediglich 4 Kalorien. Den Link dazu findet ihr unten im angepinnten Kommentar. Mit einem Kauf unterstützt ihr natürlich mich und diesen Kanal. Und als Dankeschön dafür gibt's von mir auch noch einen satten Gutscheincode. Zurück zu The Elder Scrolls Online und was wir von diesem Spiel 2023 erwarten können. Und selbstverständlich steht hier der große Elefant Necrom im Raum, die große neue Erweiterung. ESO ist jetzt seit 2014 heraus und liefert uns stetig neue Inhalte und Zonen. Jedes größere DLC, Kapitel genannt, hat uns dabei durch neue Landschaften geführt. Mit Necrom kommt nun das 7. Kapitel. Diese gigantische Erweiterung soll uns ganze 30 Stunden an Spielspaß bieten. Erfahrungsgemäß kann ich sagen, dass die Story in der Regel so 15 bis 25 Stunden Spielzeit in Anspruch nimmt und dass es dann noch viele andere Aktivitäten gibt. Neben dem werden auch einige neue Funktionen in das Spiel kommen. Das klingt bereits alles ziemlich vielversprechend und wir haben auch letztens bereits ein großes Enthüllungsevent zu Necrom gesehen. Auch wenn das Event ganze 30 Minuten lang war, gab es vielleicht einige Details, die du nicht mitbekommen hast und außerdem gab es auch einige Sachen, die zwischen den Zeilen verraten wurden. Fangen wir an mit dem ersten Punkt und das ist das große Telvanni-Archipel. Wir dürfen mal wieder eine neue Zone bzw. neue Regionen Elder Scrolls Online bestaunen. Das Telvanni-Archipel bzw. die Telvanni-Halbinsel, wie es auch ins Deutsche übersetzt wird, deckt dabei den östlichen Teil von Morrowind ab. Und das ist schon eine ziemlich coole Sache, denn es wird hier auf jeden Fall die Nostalgiekarte gespielt. Viele Spieler, so auch ich, sind nämlich mit der großen Morrowind-Erweiterung für The Elder Scrolls Online in das Spiel eingeführt worden. In der ganzen Elder Scrolls-Reihe ist vorwiegend Morrowind beliebt für sein alienhaftes Aussehen. Bisher galt dieser Fleck in der ganzen Elder Scrolls-Reihe als relativ unerforscht und wir durften ihn nur einmal in The Elder Scrolls Arena sehen. Das heißt, Elder Scrolls-Fans werden hier definitiv etwas Neues zu Gesicht bekommen. Im Fokus steht dabei die große Stadt Necrom, die auch dem Kapitel seinen Namen gibt. Necrom ist dabei die Hauptsiedlung dieses Gebietes, aber halt auch ein wichtiger Handels- und Handwerksknotenpunkt. Aber, und hier kommt jetzt der spannende Twist, diese Stadt hat auch eine besondere Bedeutung in der Kultur der Dunmer bzw. Dunkelelfen. So bringen vorwiegend die adligen Dunmer-Häuser ihre Toten nach Necrom. Bei Necrom handelt es sich sozusagen um die Stadt der Toten. Eine Schlüsselrolle in diesem Kapitel wird dabei das Gebiet bzw. die Oblivion-Ebene Apokrypha spielen. Die wird nämlich als zweites großes Gebiet mit dem Kapitel kommen. Apokrypha ist die Domäne von Hermois Mora und die werden noch viele von euch kennen aus dem Dragonborn DLC für Skyrim. Eines der besten DLCs, was ich jemals spielen durfte. Der Spieler wird in der Geschichte als Agent von Hermois Mora dienen. Er, Apokrypha, aber auch die Welt Nirn werden bedroht. Eine Fraktion versucht nämlich an Wissen heranzukommen, was potenziell die Welt zerstören könnte. Und wir müssen dieses Wissen beschützen. Ihr dürft hier also bei diesem Punkt auf jeden Fall darauf gespannt sein, einmal die Telvanni-Halbinsel zu besuchen. Und ihr werdet auch die Möglichkeit haben, Apokrypha wiederzusehen. Die Entwickler haben bereits bestätigt, dass Apokrypha anders ausfallen soll, als wie wir es im Dragonborn DLC gesehen haben. Es soll also neue Sachen zu entdecken geben. Beim Enthüllungsevent haben wir auch bereits etwas zu Apokrypha gesehen und es soll scheinbar eine wirklich größere Region sein. Im Zuge der Erweiterung kann man auch erwarten, dass wir Neues zu Apokrypha, den Dunkelelfen bzw. dem Haus Telvanni erfahren, aber auch generell mehr zu der Kultur von Morrowind zu Gesicht bekommen. Diesen Punkt finde ich persönlich ziemlich spannend, denn ich bin ein großer Fan der Lore von The Elder Scrolls. Das große Highlight dieses Kapitels wird allerdings die neue Klasse sein. Und das haben sich sehr, sehr viele Veteranen und ältere Spieler gewünscht. Die letzte Klasse kam mit dem Kapitel Elsewhere in das Spiel und war der Nekromant.
Nun kommt der Arkanist in das Spiel. Die Klasse Arkanist sticht vor allen Dingen durch seine grüne Farbe hervor, die sehr stark an Apokrypha erinnert. Aber nicht nur die Farbe sorgt dafür, dass man an Hemois Mora denken muss, sondern auch die Fähigkeitslinien. In klassischer ESO-Manier wird es für die Möglichkeit geben, Schaden auszuteilen, sich und Verbündete zu heilen, aber halt auch Schaden einzustecken. Damit eignet sich die Klasse für jeden Spielstil. Persönlich finde ich, dass diese Klasse wirklich richtig interessant ist und das absolute Highlight ist die Möglichkeit, sich zu teleportieren. Das kann beispielsweise dafür genutzt werden, um an ungelegene Orte zu kommen oder aber um sich hinter die Feinde zu spawnen. Gerade im PvP stelle ich mir diese Fertigkeit sehr spannend vor. Besonders bei der Klasse ist auch noch, dass es das sogenannte Krugs-System geben wird. Hierbei sammelt oder verliert man Punkte, wenn man bestimmte Fertigkeiten ausführt. Umso mehr Krugs-Punkte man besitzt, umso stärker wird der Schaden, den man austeilt. Was man hingegen nicht erwarten darf, ist halt irgendwie Spellcrafting. Das haben viele Content-Creator im Vorfeld gesagt und auch einige tatsächlich erwartet. Spellcrafting ist für die Elder Scrolls-Reihe nichts Neues. So konnte man beispielsweise in Oblivion seine eigenen Zaubersprüche herstellen. Mit Skyrim wurde dieses System entfernt, weil es so komplex war und weil man die Magie etwas leichter machen wollte. Für ESO gab es da bereits einmal ein Konzept, was tatsächlich vor einigen Jahren schon vorgestellt worden ist. Das ist nun wirklich ziemlich lange her und bisher haben wir auch keine Hinweise dazu gesehen, ob da noch was kommen wird. Man sollte allerdings auf jeden Fall nicht darauf setzen, dass wir dazu 2023 etwas zu Gesicht bekommen. Auch bleiben bei der neuen Klasse einige Fragen offen. Elder Scrolls Online hat in der Vergangenheit und stand auch jetzt einige ziemlich nervige Bugs, die vor allen Dingen die Online-Spielmodi betreffen. Gerade der PvP in Cyrodiil, wo man in großen Schlachten gegen andere Spieler zocken darf, funktioniert nicht wirklich gut. Jetzt führt man hier eine neue Klasse ein und das wird definitiv auch wieder für Probleme mit dem Balancing sorgen. Ich bin hier sehr gespannt, wie das ZeniMax lösen will. Vor allen Dingen die Fähigkeit, sich zu teleportieren, schreit danach, dass es Glitches und Bugs gibt. Aber ich möchte hier gar nicht schwarz malen, denn es gibt etwas, was mich ziemlich positiv stimmt. Dazu kommen wir gleich noch. Schauen wir uns an, was es für diejenigen von euch gibt, die gemeinsam mit Freunden oder in einer Gilde spielen. Es wird selbstverständlich neue Weltbosse, aber halt auch große Ereignisse in der Spielwelt geben. Bereits 2021 mit der Erweiterung Blackwood gab es Weltereignisse in Form von Portalen, die einen nach Oblivion führten. Diese Mechanik war eine der coolsten Sachen im ganzen Kapitel. So musste man vor dem Portal einige Gegner wegkloppen, ist dann durch das Portal gegangen, in die Ebene von Oblivion gekommen, musste dort gegen weitere Horden von Gegnern kämpfen, um zum Schluss den Endboss zu besiegen. Mit dem Kapitel Necrom kommt das Ganze in einer ähnlichen Art und Weise wieder daher. Nur, dass wir diesmal nicht die Totenländer von Merunes Dagon infiltrieren müssen, sondern das Reich Apokrypha von Hemois Mora verteidigen müssen gegen Daedra. Wir müssen dabei einfallende Truppen zurückdrängen und drei herausfordernde Anführer besiegen. Für Gilden gibt es mit der 12-Spieler-Prüfung etwas, die sich diesmal Rand des Wahnsinns nennt. Ihr müsst in den gequälten Verstand eines Magiers eintreten. Versprochen werden hierbei neue Anführermechaniken. Außerdem wird es prüfungsspezifische Belohnungen zu verdienen geben. Natürlich gibt es auch noch den ganzen anderen Schnickschnack wie neue Gegenstände und Sammlerstückung. Es wird zwei neue Begleiter geben, neue Haustüre und weitere Antiquitäten. Der ganze Spaß erscheint übrigens am 5. Juni für den PC und am 20. Juni dann für die Konsolen. Was ist jetzt allerdings die eine Sache, die mich sehr positiv stimmt? Nun, die Entwickler hinter The Elder Scrolls Online werden die zweite Jahreshälfte nicht dafür nutzen, ein weiteres DLC oder eine kleine Erweiterung herauszubringen, sondern sich vor allen Dingen dem Fixen von Bugs und Problemen zu widmen. Auch soll es Quality of Life Improvements geben. Und gerade wenn man viele Kleinigkeiten und kleine Probleme behebt, kann sich das letztendlich sehr summieren und den Spielspaß deutlich erhöhen. Ich kann diesen Schritt absolut nachvollziehen und halte ihn auch für richtig. Ja, man bekommt etwas weniger Inhalte, allerdings ist es so, dass Elder Scrolls Online schon so wirklich sehr viel zu bieten hat. Allein das Grundspiel von Elder Scrolls Online kann einen beschäftigen ganze 500 Spielstunden. Und das ist wirklich ernst gemeint, denn so lange habe ich gebraucht, um die Hauptquest der jeweiligen Gebiete des Grundspiels durchzuzocken, aber halt auch um die Hauptquest rund um Molag Bal durchzuzocken. Obendrauf kommen ja dann noch die ganzen anderen
anderen Systeme, wie zum Beispiel das Crafting. ZeniMax hat in den letzten Jahren wirklich fleißig viele Erweiterungen rausgedonnert und es gibt genügend zu tun. Gerade die neue Klasse, der Arcanist, wird viele Spieler nochmal dazu bewegen, das Spiel von vorne zu zocken und natürlich sehr frischen Wind in den PvP bringen. Wie ich gerade allerdings vorhin erwähnt habe, gibt es dort ein bisschen Probleme und wenn man sich jetzt wirklich ein halbes Jahr die Zeit nimmt, um diese Probleme anzugehen, die Performance zu verbessern und vielleicht auch die Grafik etwas weiter anzuheben von Elder Scrolls Online, dann startet das Spiel 2024 in ein absolutes Mega-Jahr. Ich lehne mich bereits jetzt aus dem Fenster und sage, dass Necrom eines der besten Kapitel für The Elder Scrolls Online wird. Es wird viele neue Spieler anziehen, aber auch alte Veteranen glücklich stellen. Aber auch Menschen, die das Game zur Seite gelegt haben, wieder begeistern können. Selbstverständlich halte ich euch über alle Neuigkeiten zu The Elder Scrolls Online auf dem Laufenden. Lasst also gerne ein Abo da und an dieser Stelle geht es weiter mit diesem sehr, sehr interessanten Video, also klick dich unbedingt mal rein.